In diesem Video zeige ich die Inbetriebnahme und Einrichtung der Magenta TV Box Play. Die Magenta TV Box Play dient als Erweiterungsgerät für einen vorhandenen Magenta TV Anschluss. Sie kann genutzt werden zum Beispiel mit der Magenta TV Box, den als Hauptreceiver, oder hier mit dem Media Receiver 401 und nutzt dann letztlich die Festplatte. In dem Video zeige ich die Einrichtung zusammen mit der moderneren Magenta TV Box, weil auch hier die WLAN-Funktionen ineinander greifen. Als erster Schritt der Inbetriebnahme legen Sie hier die Batterie entsprechend der Beschriftung in die Bluetooth-Fernbedienung ein. Verbinden Sie nun per HDMI-Kabel den Receiver mit Ihrem Fernseher. Anschließend folgt die Stromversorgung. Ich habe das schon mal hier mit dem Strom verbunden. Stecke das hier ins Netzteil und das Netzteil selbst wiederum an den Receiver, sodass die Box sich jetzt startet. Sieht man dann auch vorne, müssten dann gleich die LEDs hier angehen. Da bisher keine Internetverbindung zum Router besteht, zeigt er mir hier den Startbildschirm an. Ich habe jetzt die Wahl, entweder das Netzwerkkabel zu verbinden, das hätte ich vorher schon machen können, dann wäre die Einrichtung direkt gestartet. Oder in meinem Fall möchte ich das Ganze jetzt kabellos per WLAN verbinden. Dazu drücke ich hier an meinem Speedport-Router die Plus-Taste für Geräte hinzufügen. An meinem Speedport Smart 4 zeigt er hier auch im Display an. Ich habe jetzt 2 Minuten Zeit. Und drücke jetzt hier an der Magenta TV-Box ebenfalls die Plus-Taste an der Playbox. Und jetzt erfolgt die Verbindung zwischen beiden Geräten. Das kann ein paar Minuten dauern. Und sobald die verbunden sind, geht die Einrichtung der TV-Box weiter. Und hier wird mir jetzt bestätigt, ich bin jetzt mit Ihrem WLAN-Gerät verbunden und auch die Magenta TV-Box leuchtet jetzt das WLAN-Signal grün. So, nach einem Neustart bzw. jetzt, wo das Internet verbunden ist, wird hier die aktuelle Firmware geladen. Und das dauert dann auch ein paar Minuten, bis das Ganze dann installiert ist. So, das Update ist jetzt abgeschlossen und die Box startet jetzt nochmal neu. So, die Box hat jetzt einmal neu gestartet, nachdem die Firmware installiert wurde. Das dauert, wie gesagt, einen kleinen Moment. So, der Receiver hat jetzt neu gestartet und geht jetzt in den nächsten Schritt der Installation. Ich soll jetzt die Fernbedienung, wo ich ja die Batterien vorhin eingelegt habe, verbinden. Dazu muss ich hier die Magenta- oder Megatec-Taste oben in der Mitte 3 Sekunden gedrückt halten. Solange bis hier auch die LED dauert oder für 3 Sekunden grün leuchtet. So, die Fernbedienung ist jetzt verbunden. Auch die Fernbedienung braucht jetzt ein Update. So, meine TV Playbox hat jetzt erkannt, dass ich hier auf meinem Hauptreceiver eine individuelle Senderliste gepflegt habe, die ich jetzt hier auch übernehmen kann. Also die Reihenfolge der Sender. Damit wird dann die Standardliste überschrieben. Ich könnte auch die Standardliste der Telekom so übernehmen. Hier nochmal der Hinweis, das Update der Fernbedienung ist jetzt abgeschlossen. Hier ist die Bestätigung, ob ich die Sprachsteuerung auf der Fernbedienung nutzen möchte. Da gibt es ja hier unten einen Button. Im zweiten Schritt hier nochmal die Frage, welcher Standby-Modus verwendet werden soll. Je nach Art des Standby-Modus stehen halt bestimmte Funktionen zur Verfügung oder nicht zur Verfügung. Und deswegen wähle ich hier den empfohlenen normalen Standby-Modus und nicht den Ruhezustand. Und hier ist nochmal was. Ein paar Tipps und Tricks erklärt und nun kann es losgehen. Wenn der Receiver gestartet ist, gibt es oben im Menü rechts den Punkt Einstellungen. Hier kann man auf verschiedene Funktionen zugreifen. Bei Aufnahmesender sehen Sie den verbrauchten Speicherplatz, in dem Fall vom Hauptreceiver, der hier rechts steht mit der roten LED, der gerade im Standby ist. Unter Aufnahmeeinstellungen kann die Qualität, die bevorzugte, verwaltet werden, also zum Beispiel ob Aufnahmen in HD oder SD-Qualität bevorzugt werden. Senderlisten können individuell sortiert werden auf dem Zusatzgerät. Favoriten können angelegt werden oder auch Sender ausgeblendet werden. Und die bevorzugte Senderqualität, die gewünscht ist. Im nächsten Punkt Benutzer und Datenschutz können individuelle Einstellungen vorgenommen werden, zum Beispiel eine PIN. Bei Bild und Ton können die Qualität und auch das Tonformat geändert werden. Bei Kinder- und Jugendschutz gibt es ebenfalls verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn die Playbox im Kinderzimmer steht. Beim Media Receiver
gibt es hier die Übersicht, Hauptreceiver, Zweitreceiver, Änderung vom Stromsparmodus und andere Funktionen. Unter Mein Magenta TV können die Streamingdienste verwaltet werden, die genutzt werden. Also da, wo man letztlich Kunde ist. Ich kann jetzt hier noch Netflix hinzufügen oder Prime Video deaktivieren. Hier bei Themenkanäle kann ich auswählen, welche der Themenkanäle oben im Menü des Media Receivers bevorzugt angezeigt sind. Bei Farbtasten gibt es ja hier unten auf der Fernbedienung verschiedene, können drei individuell belegt werden. In dem Fall habe ich auf der grünen Taste schon Disney drauf. Ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel sagen, auf der gelben Taste soll Netflix hinterlegt sein. Das heißt, immer wenn ich die gelbe Taste jetzt drücke, wird direkt die Netflix-App aufgerufen. Hier können die TV-Pakete, die gebuchten, eingesehen und verwaltet werden oder auch Infos über andere TV-Pakete. Hier wird das Startverhalten eingestellt. Das heißt, wenn ich die TV-Box Play einschalte, soll dann halt der Startbildschirm von Magenta TV angezeigt werden oder direkt ins Live-TV gewechselt werden mit dem zuletzt eingeschalteten Sender. Und der letzte Punkt, weitere Geräte. Hier kann ich entscheiden, ob der Fernseher mit ein- und ausgeschaltet werden soll. Bei Fernbedienung sehe ich den Status inklusive der Batterien. Und der smarte Steuerung stelle ich ein, ob der Receiver auch per Handy, Smartphone oder Tablet steuerbar sein soll. Da gibt es ja die Mein Magenta TV App. Hier kann ich die Sprachsteuerung aktivieren oder deaktivieren und darunter auch den Sprachverlauf einsehen. Sprachsteuerung ist eine ganz nette Funktion, vereinfacht letztlich das Suchen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel den Sender umschalten, schalte auf RTL. Dann wird hier unten mir gleich angezeigt, was er erkannt hat und der Sender wird entsprechend umgeschaltet. Ich kann aber auch nach Filmen suchen oder nach anderen Inhalten. Also letztlich eine sehr gute Vereinfachung. Wenn Sie noch kein Magenta TV oder Telekom-Kunde sind, können Sie einen Neuvertrag gern bei uns an unserer Hotline oder auf unserer Webseite abschließen. Wir beraten Sie auch gern zu Tarifwechseln für ein Upgrade, zum Beispiel wenn Sie auf eine höhere Internetgeschwindigkeit wechseln möchten. Unser Tipp, insbesondere wenn Sie auch mehrere Empfänger nutzen, ist ein Tarif mit 100 Mbit pro Sekunde. Der ist auch erforderlich, um UHD, also 4K-Qualität, zu sehen. Auch da prüfen wir gern, ob dies an Ihrem Standort verfügbar ist.